Na? Keiner mehr da. Er ist abgehauen. Da bist du ja schon wieder. Ja. Das ist aber fix. Ja, obwohl ich noch der anderen Seite, also bei der Garage Licht ausmache, gemacht habe. Weil jetzt hier erleuchtet draußen. Jetzt kann ich nachher nicht Bubu machen. Joa, ich habe eh schon wieder aufgelegt. Sonst leuchtet wieder alles ins Zimmer rein. Wo ist denn jetzt der Penner? Wie nennst du Futters? Nicht frisches. Hier, der hier gerade langgelaufen ist, dieser Gil Sandheber. Der eine Quest hatte bei dir. Das sehe ich denn nicht hier bei mir? Ich bringe ihn um. Welcher Gil? Sandheber, der lief hier gerade rum, so ein kleines Pissvieh. Also beziehungsweise bei dir. Also. Im Stream gesehen. Aha. Ja, guck's dir selber an. Ja. Hallo? Ich hab doch keine Halluzinationen. Der lief doch da lang mit so einem Ring über dem Kopf. Da ist er doch. Hier, da. Warum hatte der eine Quest für mich? Weil es bei dir der geblinkt hat. Sollen wir das annehmen oder nicht? Oh, bitte, hört mich doch wenigstens an. Nö. Ah. Verpiss dich, du. Der hat so eine Quest wie jeder andere auch. Würdet ihr mir vielleicht Ja, einen verpiss dich, du Gefallen Arsch. erweisen? Kannst wieder gehen. Wir Ja, wollen ich das habe hier nicht. überall Leute mit Ringen, die ich nicht angenommen habe. Wir möchten diesen Teppich nicht kaufen, bitte. Was benötigt ihr? Naja, Das ist böse ein, werden wo muss ich hin Bleibt musste. einen Moment. Aber das lehne ich ab. Der eine Quest. Ich weiß nicht, ob du da auch einer hast zum Abgeben mit aktueller Aufgabe? Ich hatte was abgegeben. Pferde zu verleihen Ah, hat er okay. und. Da hast du aber nicht angenommen, Pferde zu verleihen, oder? Ja, doch, aber kann ich ja wegmachen. Also Ist ja warte. kein Problem. Okay. Wo Dann mach sind bitte wir? einmal weg. Breland, ne? Jo. Pferde zu verleihen, abbrechen. Jo. Aber Dade, wieso mochtest du deinen Stuhl denn eben nicht? Der Stuhl war doch nett. So ein ganz netter Stuhl. Schmeiß den Kai ab. Schmeiß den Kai ab. Schmeiß den Kai ab. Schmeiß den Kai Escape, Spiel ab. beenden, Spiel Schmeiß den Kai beenden. ab. Schmeiß den Kai ab. Schmeiß den Kai ab. Ich mach das gleich wirklich, ne? Ja, du kommst eh wieder rein. Also von daher. Scheiße. Ja, desto länger oder desto öfter du rein, raus tappst, desto eher, desto länger dauert es, bis wir irgendwann mal das Spiel durch haben. Max, wenn wir das hier was durchspielen, du bist ja süß. Man kann Also, MMOs durchspielen, wenn man sie durchsuchtet. spielt. Ja, klar. FF14 kannst du auch durchspielen. Bis halt zum nächsten DLC. DLC. Die ist, ne? Bekannt. Ist sehr pikant, ja, sehr pikant. Ich mag das mehr, wenn ein Hinterher drauf sitzt. Echt? Aber das tut doch dem Stuhl weh. Hier hat mein Pferdchen, hier Ich hat. weiß ganz sicher nichts. Und wieder, ja, was Ich will ich denn weiß ganz jetzt? sicher nichts. Ich habe nichts gemacht. Mein Name Oh, ist die hat Hase, einen. ich weiß von Oh, nichts. oh. Oh, die hat einen neuen Hut. Mal gucken, wie der aussieht. Warte, noch nicht gucken. Geh mal kurz in das Haus. Die guckt doch gar nicht, guckt das Schaf an. Yo! Den nehme ich. Der sieht aus wie mein anderer Kampfhut, aber in besser. Und was sagst du?
keine Antwort. Sieht super aus. Ja, ne? Gott, das wird bestimmt die Mode in Mittelerde. Totschick. Mhm. Bestimmt. Hast du mich gerade? Was? Ich? Nee, niemals. Das heißt ja. Ich will, wie sollte ich dich verarschen? Ja. Ja. Nee. Will ich niemals verarschen. Baby Yoda, Baby, Baby Yoda, Baby Yoda, Baby, Baby Yoda, Baby Yoda, Baby, Baby Yoda, Baby Yoda, Peri, Peri Yoda. Lass Kaya leiden. Ich habe ihn doch gerade schon getriezt. Löse ich gleich auf jeden Fall ein. Mal gucken, wann. Ich will ja auch nicht, dass Kai das Spiel verlässt, ne? Ist sowieso gerade schon so ruhig. Aha, genau. Periode, Peri, Periode. Peri, Shay, Lady. Oh, Dieter-Musik. Atemlos durch die Nacht. Ist der K, ja, er wird gleich wach. Er wird nicht wach. Sorry, Kaya. Alles gut. Ich hatte gelesen, dass Altaria leiden. Ich leide doch sowieso schon. Eidi können wir doch nicht leiden lassen. Das geht doch nicht. Eidi! Ist ja quasi meine Chefin. Aber nur quasi, du wirst nicht bezahlt. Ach so, also kann ich jederzeit gehen? Nein. Ah, scheiße. Ja, dann wären wir wieder beim Kleingedruckten lesen, ne? Ja. Wollte ich gerade sagen, wie wär's mit Kleingedruckten lesen? Ey, ich habe ja schon Unmengen an Geld in dieses Spiel investiert. Ey, ich muss mir schon einen Kredit aufnehmen. Mhm. Das Pferd war undenkbar teuer. Mhm. Und ich sag noch, Eckart sag ich. Nee. Wieso willst du jetzt ins Rathaus? Weil es da eine Quest gibt. Das weißt du doch gar nicht. Doch. Jetzt macht Luna mal eine Pause. Echt? Wovon? Und wieso? Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ja, Quest abgegeben. Bleibt einen Moment. Das nehm ich. Ja, Quest abgegeben. Sollen wir die annehmen, die er hat? Yep. Sicher? Jo. Also von Bre nach... Mhm. Schragen. Mhm. Oh, der Helm drückt. Warte mal kurz. Oh, besser. Sind die Ohren wieder frei? Was ja, das ist, da ist immer Falten. Nur Stimmen lang gemacht. Boah, Alter. Ja, da kann ich verstehen, dass du eine Pause brauchst. Kaya braucht noch heute auch eine Pause. Oh ja. Oh ja. Ah, okay, Schragen ist da oben. Schragen machen wir aber wann anders. Das, warte mal. Bei mir bist du schon in Schragen. Was? Ja, der Punkt ist schon wieder ganz so. außerhalb der Map. Ach so. Ich wollte gerade schon sagen, hey, ich stehe doch noch neben dir. Ja, ich weiß, ich sehe das. Ich habe selber Augen im Kopf. Echt? Jetzt wart doch mal. Wenn viele Level aufgestiegen habe, also ca. 25 Millionen XP gemacht. Alter. Ja, ganz so schnell bin ich nicht. Ich bin froh, wenn ich heute bei FF14 vielleicht noch auf. Huch! Was ist denn. Alter, was ist denn jetzt mit dem Spiel los? Ich bin eben voll nach links und rechts abgedriftet. Ich hab's so gehakt. Jetzt ist denn mit dem Spiel los. Aber natürlich.
Hashtag Aidaria mobben. Nicht immer nur mich. Hashtag Gaia mobben. Also, okay. Ich habe das ja von Dadai noch nicht eingelöst, also kann ich dich ja leiden lassen, ne? Ich habe da noch eine Boffin-Geschichte. Nee, ich möchte die gar nicht hören. Oh, Luna hat das auch noch mal eingelöst. Ja, na, das ist natürlich was ganz anderes hier, ne? Na gut, warte, ich leg eben das Headset weg. So, jetzt kannst du labern, Headset habe ich nicht mehr auf. Schieß los. Setz die Scheiße auf. Was? Was hast du? Du sollst die Scheiße aufsetzen. Oh ja gut, setz die Scheiße halt wieder auf. Ja wozu, du sagst doch gar nichts. Also warum sollte ich es jetzt wieder aufsetzen? Oh. Es war einmal ein Kaya. Der Kaya war nicht lieb. Der Kaya wollte Bingo Boffin schlagen. Und Bingo Boffin ist sein Vater. Hä? Ja, ein bisschen verwirrt nebenbei. Ich habe selber keine Ahnung, was ich da gerade vor mich gefadet habe. Ich würde jetzt ja gerne ein Gedicht sagen, aber das darf ich ja nicht sagen. Obwohl das auch. Weißt du eigentlich, wie sehr dich Bingo Boffin lieb hat? Ich meine, du bist sein eigen Fleisch und Blut, sein Sohn. Ich meine. Mach das nicht nochmal. Ja. Oh. Du bist der Mittelpunkt in seinem Leben. Er tut alles für dich. Und du. Ich hab grad gesagt, mach das nicht nochmal. Ich hab grad hier echt was auf den Boden gekotzt jetzt, ey. Ey. Hör auf. Du benimmst dich deinem eigenen Vater sowas von ekelhaft gegenüber. Das ist unfassbar. Ist so schlecht auf einmal. Wo bist du überhaupt schon wieder? Ja, wo bist du denn? Ja, keine Ahnung, wo du bist. Ich dachte, du bist hinter mir. Du gehst in die falsche Richtung. Voll. Jetzt gehst du in die richtige Richtung. Wie jetzt hier oder was? Ja, genau in die Richtung. Kann ja gar nicht sein. Ja, natürlich kann das sein. Der Punkt kommt ja näher. Du bist bei mir in Schluck. Ja, da bin ich ja auch. So. Erzähl ein paar Einzelheiten der Zeugung. Oh, das ist eine gute Idee, Masaki. Das ist eine richtig gute Idee. Bitte einmal Quest abgeben und annehmen. Jaha. Ja, stimmt. Ich kann dir was von der Zeugungsnacht erzählen. Oh, halt die Schnauze jetzt. Okay, erzähl in der Stunde dann nochmal. Also ich bin gegen 0 Uhr gehe ich Richtung Bett. Also wenn du, also entweder können wir es noch bis dahin spielen oder du willst mir hier Laune verderben. Bingo Boffin. Deine Entscheidung. Das Schlimmste ist, ich glaube, ich habe mein Handy oben vergessen. Ich habe nicht mehr eine Uhr. Oh Mann. Ja, tatsächlich. Ja, ich habe mein. Wir haben es 23:16. Ah. Ich weiß, ich muss gleich erstmal gucken, wo ich oben mein Handy liegen gelassen habe. Oh. Weit. Ja. Kannst du mal sehen, wie unwichtig das Ding eigentlich ist. Ich brauche das halt nur oben von der Tür aufs Klo zu finden. Ja, das für Jay ist nichts mehr. Hast es ja nicht. Ja, muss ich mich halt an der Hauswand lang schlängeln. Schlängeln. Wie so eine Schlingeschlange. Das war übrigens auch. Ne? Was? Luna und Daddle haben schon wieder was eingefordert. Du nimmst das da Hand. Also, du nimmst das da wieder raus. Ja, ich nehme das wieder raus. Keine Angst. Es war auch etwas mies von mir, das nur für einen Catpaw für einen Kanalpunkt reinzupacken. Schön, dass du das selber einsiehst. Das beruhigt mich ja schon mal ein ganz kleines bisschen zumindest. Ich pack's demnächst einfach für 100 Kanalpunkte rein. Ey! Das sind jetzt just aber für die Klotür. Das wäre eine Möglichkeit. Also Luna, warum hast du mich so? Ja, ich glaube, du musst dir einen neuen Partner zum Zocken suchen. Zeig dein Haustier!
Ja, das machen wir doch. Machen wir doch, warte. Sie aber wieder hier raus switchen. Switchen? Switchen. Switchen, switchen. Jetzt in Ordnung mit den Katzen finden. Da. Katze, Hund mit dem Kopf. Oh Mann, so. Wir haben ja vorhin zwei Bilder von Salem gesehen. Dann. Cleo. Von Cleo habe ich leider auf dem PC noch keins. Ah, okay. Ja, dann mach Gizmo oder Leo. Ja, ich guck gerade. Easy morgen. Ja, ich habe eins. Und zwar vom süßen, super niedlichen, kleinen Gizimon. Und warte, ich muss erstmal. Warte, das muss ich einmal wegmachen. Das muss ich einmal anmachen. Und da ist Gizimon. Also eigentlich nur Gizmo. Nicht Gizimon, aber Gizmo. Und das ist dieser kleine Bengalkater. Gizmo digitiert zu Gizimon. Süß, Katze. Ja, Katze. Klein Gizmo. Der schläft jede Nacht eigentlich bei mir im Bett. Wen hat er nochmal immer abgeschlabbert? Salem oder Leo? Abgeschlabbert? Ja, wo ich bei euch war. Wen hat er abgeschlabbert? Oh, ich glaube Leo. Oder eigentlich beide. Eigentlich beide. Aber meistens Leo, meine ich. Sehr zuvorkommt, der Herr Gizmo. Meine Mia, Katze muss bald zum Arzt. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Oder ist das einfach nur eine normale Untersuchung? Warte mal, jetzt das wieder rein. Das wieder raus. Und jetzt hoffen, dass ich wieder ins Spiel reinkomme. So. Du hilfst wie ein echter Tiger. Ja. Ja. So, jetzt hoffe ich, dass das Bild hier auftaucht. Ja, Gott sei Dank. So. Ich sag mal so, Impfungen. Ui. Ja. Impfungen. Die richtig schön für die Katzen. Die finden das ja so toll. Nicht. Das mögen alle nicht, wirklich. Also Salem, ja, geht. Wo er sich ein bisschen anstellt, ist beim Blutabnehmen. Okay. Kommt aber halt drauf an, wie es, ne, gemacht wird und wie lange die Fahrt zum Tierarzt war. Also jetzt, wo gut, Salem... Also da muss ich... Also ja, wo Salem das letzte Mal beim Tierarzt war, da ging's. Da hat er dann halt nur am Ende, hat er dann halt sich zu schnell bewegt, dann ist das, ne, die Spritze dann wieder rausgegangen. Und das ganze Blut daraus geflossen und ich stand da nur und musste Salem halt festhalten. So, und sonst macht das eigentlich eher Frisches, weil für gewöhnlich dürfen wir ja zusammen rein, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich hab gesehen. Und ja, da musste ich dann halt allein rein und ich habe diesen Kater, musste ich halt wirklich festdrücken und dann habe ich dann nur das ganze Blut rausfließen sehen und ich dachte, boah, Alter, nee. Okay, aber gut, ja, da muss ich sagen... Ich kann mich leider immer noch nicht bewegen. Unser Tierarzt ist mit dem Auto 10 Minuten. Ja, bei uns ist hier die Straße runter, zumindest der eine. Wenn allerdings was Großes gemacht wird, dann ist es da, wo... Das Lustige ist, immer wenn ich mir jetzt mit Sina beim Tierarzt war... Okay, ich kann nichts also machen. Sie macht das wirklich super, ne? Also, sie hat ja auch ein großes Blutbild gehabt und... Einmal musste sie auch eine Spritze, weil sie in der Pfote eine Entzündung hatte. Sie zieht das ganz tapfer durch. Ich bin derjenige, der in Schweiß ausbricht, am Zittern ist. Jedes Mal wie ein Schwein. Ey, und das ist einfach so lustig. Yes. Da hat, die Erzieherin heißt Habrock und dann ist so, ach, das hat Sina ja gut gemacht. Und dann ist sie so, ja, sie aber auch. Sie haben ganz tapfer durchgehalten. Ich so, nee, ich glaube nicht, ich bin durch. Ich muss erstmal duschen zu Hause. Ey, ich kann das nicht. Keine Ahnung warum, ey. Ich kann mir auch was Besseres vorstellen als Tierarzt. Das ist so. Wenn es um mich geht, interessiert mich das gar nicht. Aber bei ihr, ey, ich ohne Scheiß, es kann tiefster Winter sein. Ich bin komplett durchgeschwitzt. Ich fange an zu ölen wie ein Schwein. Aber du bist doch ein Schwein. Huch, ich dachte eben, Ted, du hast aber ein komisches Pferd. Oink. Das bin ich doch gar nicht. Ja, deswegen ja. Das ist mir schön, dann dass du deinen Sohn erkennst. Das finde ich sehr gut. Ich habe mehrere Söhne. Was? Ja, Bingo, frisches vom Fass.
Boffin und ich waren halt fleißig. Ah, jetzt muss ich erstmal was trinken gehen. Was kann ich für euch tun? Okay, hier ist alles Gitter, Luft da. Und das hat wenigstens keine Folgequest. Heißt. Wieder alles schlechter. Okay, gut, Bude in dem Dreck haben wir noch, aber ich will gerade erstmal meine und nicht in die Hügelgräber höhen. Machen wir dann, wenn wir die großen Quest machen. Die Gruppenquest. Jo. Würde ich sagen. Das macht dann am meisten Sinn. Dann müssen wir dann ja eh nochmal in die Ebene. Oh Gott, nein, was habe ich gerade gegessen? Vier überragende komplette Hobbit-Frühstücke. Oh Gott, nein, ich muss mich übergeben. Das war leid genug. Er hat Hobbit-Essen gegessen. Oh Gott, ich muss morgen zum Arzt. Ich rufe morgen meinen Hausarzt an. Jo, was? Werner, hast du Zeit? Was los? Sagt er dann. Ich so, oh, ich hab Hobbit-Essen gegessen. Ach du Scheiße, Notfall, komm sofort vorbei. Free Gamer, vielen lieben Dank für dein Follow und herzlich willkommen hier bei den Stampfoten. Machst dir hier gemütlich im Katzenkörbchen. Oh, Luna möchte dich heute echt leiden sehen. Luna möchte dich echt leiden sehen. Was habe ich ihr getan? Ich mach doch gar nichts. Also, jetzt kann ich dir ja von der Zeugung von dir erzählen. Als Movel. Also, es war so, wir hatten... Hallo, pst. Ich leg das Headset wieder weg, ne? Kein Problem. Ja, wir waren auf der Reise nach Isengard. Zumindest in die... Hallo, kommst du jetzt hierher, Veto? waren so am Wandern, sind da so durch den Fangorn gereist. Und, naja... Dann waren da ja diese Quellen. Dieses Wasser aus dem großen Wald da, auf dem Fangornwald, ne? Ich kann den nicht. Ich hab das jetzt nicht auf, keine Ahnung, was du sagst. Dann solltest du das vielleicht mal wieder aufsetzen. Ich bin fertig. Bist du wirklich fertig? Ja. Na gut. Ich habe mir die Knochen gebrochen. Geil. Hier sind die Zipperkörper. Habe ich überhaupt noch die Zipperkörper? Zipperkörper? Zipperkörper. Zipperkörper. Oh, warte mal, hatte ich hier nicht. Baby Yoda. Wo ist das denn hin? Da ist es. Baby Yoda. Ich würfle heute, das ist echt gut gelitten. Periode. Das ist ja gemein. Ich drücke ihn nicht mehr. Die verrecken ja richtig, ey. Wow. Oh Gott. Oh Mann. Also mal auf, die jetzt hier kaputt zu machen? Ich brauche die für die Bezwingertat. Das interessiert mich nicht. Was ist das jetzt? Das ist Kaschgeil. Ich kann da auch nicht in dem Chat, um Luna dahin zu sehen. Wieso Luna? Leide. Guck mal, ich hab gesagt, hör auf, die kaputt zu machen. Und? Was? Das juckt mich jetzt. Was? Inwiefern? Ja, scheinbar gar nicht. Nö, ich kämpfe da nicht mehr. Ich setze meinen Kampfhut nicht auf. Das kannst du selber machen. Das unterstütze ich nicht. Pussy. Ich streike. Pussycat Dolls. Oh, jetzt hat sie wieder ihren Energy am Start, ja. Ey. Energy Party! Energy loben! Los, an den Chat! Energy loben! Viel Spaß im Glück, Luna. Das Zeug ist so eklig. Ich hoffe aber, dass du nicht im Glück bist, wegen deinem. Nee, aber viel Spaß im Glück. Nicht, dass Dandel dich vertrieben hat. Der kleine Wicht. Der kleine Schlingel. Der kleine Daddel. Der kleine Daddel.
Kaya, ich liebe dich. Ich will 5 Kinder von dir. Ey, das kommt nicht von mir. Das war von Daddel. Ich hab dich geklatscht, weil du die Viecher noch tötest. Alter. Ey, klatsch dir gleich mal welche. Mach mal. Ah, Daddel, 5 Kinder. Ah, das ist schon ein bisschen heftig viel, ey. Der ist gar nicht mehr zögerungsfähig, der Kerl hier. Das kannst du ja auch so beurteilen. Ich würde es gar nicht beurteilen können, glaub mir. Ja, also. Was denn? Du bist schon, als Elb bist du schon verdammt alt. Das kannst du nicht sagen. Wir sind schon einige Jahre unterwegs. Einige Jahre? Einige Jahre. Wir spielen das Spiel erst seit ein paar Monaten. Ja, wir waren doch vorher schon unterwegs. Oder glaubst du, wir haben vorher nichts zusammen unternommen? Mutter und Sohn töten. Ich bin ja etwas überfordert. Wenn man nicht. Aber deswegen, ey, wenn du das hast, wird das schon so bleiben. Ich kann ja mit dir ein Kind zu zeugen für 100 Kanalpunkte. Das ist von Daddel, nicht von mir. Das ist euer Ding. Wie ich hier missbraucht werde. Ey, da kann ich nichts mehr für. Das ist jetzt dein Ding. Das ist dein Ding. Was? Auf welchen Server spielt ihr nochmal? Berengar war das, ne? Doch, Berengar. Ja, genau. Ihr wollt Kinder machen, nicht ich. Ich hab meinen Männer. Berengar, okay, Berengar war's. Nicht Berengar. Ich komm hier auf Berengar. Ich weiß es nicht. Ja, Berengar. Oh, lustig. Yeah, nein. Genau. Nein. Wo sind meine Zirperkörper? Zirperkörper. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Diese Spinnen sind einfach nur grauenvoll. Zirperkörper. Spinnen. Hä? Weißt du, wir sind ja 30 Spinnen gefühlt vorbeigelaufen. Wo denn? Hier. Was? Hier hinten, du Taubenuss. Ich hab grad was getrunken, Entschuldigung. Nee, das zählt nicht. Ein Morbidwächter. Naja, ja, Morbidwächter. Jaha, ich hab doch meine Brille nicht auf, Mann. Gott. So. Doch mal ein bisschen Rücksicht, ey. Nee. Dann machen wir uns zumindest schon mal auf den Weg Richtung Bingo. Den wollen wir ja heute noch mal sehen. Cape, wir verlassen. Hallo! Ich will ihn nicht sehen. Wir müssen ihn aber sehen. Ja, wenn ihr noch irgendwas zu klären habt, dann macht das aber ich nicht. Doch, wir müssen seine Aufträge noch erfüllen. Ach, scheiße, erfülle ich denn noch irgendetwas? Du, es wäre übrigens mal sinnvoll, wenn du auch mal mitkämpfen könntest, sonst würde das Ganze ein bisschen schneller gehen mit dem Bezwingertat. So, was müssen wir töten? Das, was uns hier im Weg kommt. Oh, okay. Also, ist nur mal so eine Idee. Was hat er denn? Einfach da rumzustehen. Ja, ist doch gut. Mann, Mutter, ey. Mutter. Hau mir doch bitte nicht mehr auf die Lippe. Lass das mal die Mutter machen. Die Mutter macht das gut. Achso, ich muss. Was? Nee. Hä? Nee. Was? Nee. Hä? Nee. Aber ich finde nicht, dass du jetzt die beste Mutter bist. Wenn ich das mal so sagen darf. Ja, du bist doch nicht der beste Sohn. Ich weiß, haben die auch nicht behauptet. Siehst du. Und du hast auch nicht behauptet, dass du die beste Mutter bist. Ja gut, dann sind wir uns ja einig. Läuft. Oh, ich hab meinen Kampfhut gar nicht auf. Oh. Gib dir deinen Grips auch nicht wieder. Nö. Das hab ich auch nicht gesagt.
Spielst du dann gleich noch ein bisschen FF14? Jo, natürlich. Ja, ich glaube, ich hab dann noch eine halbe Stunde, glaube ich, bleib ich noch im Chat dabei. Chat oder zum Labern? Nee, nee, Chat. Okay. Okay. Chat. Ja, so ungefähr. Das hatte ich gerade irgendwie auch fast so ähnlich im Kopf. Wir sind auf jeden Fall bald bei Bingo. Könntest du dich weniger daran aufgeilen? Tue ich nicht. Doch. Nein. Ich sehe schon quasi innerlich, wie du lachst, weil es mir weh tut. Nein. Doch. Nein, tue ich aber nicht. Ich müsste jetzt nur raustappen und dann würde ich es sehen. Ja, kannst du ja machen, aber tue ich nicht. Ja, gut. Matsumo und Deadlings Empire. muss ich euch auch töten? Was? Wen? Ja, euch. Wen? Ah, diese Sichelfliegen müssen wir auch töten. Okay. Mega Matzland. Okay, hier haben wir auf jeden Fall beim nächsten Mal einiges zu töten. Oh yeah. Schönheit. Ah, der Zug ist abgefahren. Ja, auch wieder wach. Wie oft eigentlich noch? Du weißt das doch. Das ist Höflichkeit. Das war ein bisschen zu Höflichkeit. Weil du sie nicht mehr besitzt. Nee, hallo, ich bin das höflichste Wesen, was auf dieser Erde existiert. Auf von lauterer Gesundheit. Ah, danke. Ja, ist bestimmt Vogelgrippe. Corinna. Nee, das hat auch was hier, da lasse ich mich nicht drauf ein. Sehr öde. Hier wird schon wieder die arme Tierwelt ausgerottet. Ja, sie zwingt mich dazu. Fliegen ich will das eigentlich nicht. Das sind Insekten, die wir töten. Ja und? Insekten sind eklig. Wieso? Marienkäfer sind schnucklig. Ja, Marienkäfer. Ja. Das sind aber für mich auch keine Käfer. Das sind diese kleine Dinger. Das sind Marvin. Es sind aber trotzdem Insekten. Nein, papplapapp. Insekten sind eklig. Oh Mann. Mit Info sind die Panels auf meiner Twitch-Startseite gemeint. Was? Kommt gerade von lauter wegen Abstimmung. Achso. Weil, also wenn man, ich glaube, auf mein Kanalbild oder so geht oder auf den Namen, kann man dann auf die Startseite kommen und da steht dann Info, Zeitplan, Videos. Dann auf Info und bei den Panels unten kann man dann abstimmen. Panels. Müsste dann irgendwo groß irgendwas mit Abstimmung stehen. Ich bin jetzt im Bett. Nacht. Gute Nacht, Masaki. Schön, dass du reingeschaut hast. Und dir einen guten Start in die neue Woche. Am Dienstag kommt Days Gone für PC. Das könnte geil sein. Ja, stelle ich mir auch geil vor. Nicht. Aber auch das wird leider, wie so viel anderes, wird es erstmal noch dauern. Ich vermute, dass es sowieso, wie gesagt, jetzt auf Fallout New Vegas hinausläuft. Das ist das Nächste, was kommen wird, denke ich. Wie du dich da mal so gar nicht drauf freust. Doch, tatsächlich. Aber ich kenn's halt nicht. Ich kann weder sagen, ob ich es gut finde oder ob ich es nicht gut finde. Okay. Weil, wie gesagt, ich kenn's ja nicht. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Ich hab mal eins angefangen. Ah. Hier draußen annehmen bei dem Penner oder ja, nicht? Ja, annehmen. Ich warte drin. Guck gerade mal, ob ich hier noch irgendwas... Hängst du dir schon ohne mir einen um, oder was? Was? Ich? Was? Nein. Warte mal kurz. Ja. Wo du weitergehst. Ich warte doch. Ich will einmal gucken, ob ich hier noch... Da habe ich noch was. Und da habe ich noch was. Und da habe ich aber auch noch was. Ja, von den Items im Beutel. Ich bin definitiv am Dienstag. Kannst du dann ja mal berichten, wie es ist. Risen liegt aber vorne, theoretisch. Echt? Liegt Risen mittlerweile vorne?
Bis vor kurzem war es Risen 5, Fallout 8. Deswegen, ich weiß gerade nicht. Warte mal. Muss ich jetzt tatsächlich mal nachgucken. Nee. Nee. Leider nicht. Aber Walking Dead hat eine Stimme dazu bekommen. Wackendat. Es wird wahrscheinlich Dingens sein. Das Annehmen hier bei der Troller da? Warte, ich bin gerade rausgetappt, deswegen. Ja, kein Ding. Ich habe für Walking Dead gestimmt. Sehr cool. Fallout 47%. Bei mir steht, wie gesagt, Fallout, ne? 8 Stimmen. Sind irgendwas über 50. Der Unterschied zum tänzelnden Pony ist wie Tag und Nacht. Gott. Der Unterschied zum Schankraum des tänzelnden Ponys ist wie Tag und Nacht. Dieser hier ist beklemmt und abweisend, so viel ist sicher. Aber das könnte sich als Vorteil erweisen, nachdem die Vergnügungen im berühmten tänzelnden Pony meine Reise zum Erliegen gebracht hatten. Die Gäste hier sind ruhig und still. Außer diesen beiden hier. Die Gäste hier sind ruhig und still. Ganz anders als im tänzelnden Pony. Milo war ein freundlicher Kerl und ich hoffe, unsere rasche Abreise hat ihn nicht verstimmt. Aber wir dürfen es uns nicht zu lange gemütlich machen. Sonst ist die ganze Reise in Gefahr. Bin mal im Lurk so irgendwie irgendwas bei. Okay, viel Spaß im Lurk. Dir viel Spaß beim Bossball gucken. Ich sagte, dies wäre ein finster und trister Ort. Hörst du jetzt mal auf? Ich kann mich so nicht konzentrieren. So, ich sagte, dies wäre ein finster und trister Ort. Aber seht euch einmal die beiden in der Ecke dort an. Bei ihnen scheint es sich um schillernde Persönlichkeiten zu handeln. Sie passen nicht zum Rest der Gesellschaft. Lass uns mal herausfinden, was die beiden so beschäftigt. In Ordnung? Mann. Ja. So. Machen wir dann hier Feierabend vor dir? Ja, warte, wir nehmen doch jetzt mal die ganze Zeit stehen. Ja, ich habe dich bei ihr gerade gefragt. Du hast nichts dazu gesagt, ob ich das annehmen soll. Ich habe gerade gesagt, dass ich mir kurz wegen der Abstimmung gucke. Ich bin rausgetappt. Ich sehe nicht, wenn ich das Bild nicht dran habe, sehe ich doch nicht, was gemeint ist, wenn ich noch selber die Quest nicht gesehen habe. Wie soll das gehen? Ich habe nur 2 Monitore. Ich habe nicht 6. Was hast du gerade gesagt? Ich habe nur irgendwie ab. Ich soll Boffin umbringen, verstanden. Nein, ich bringe ihn nicht um. Also annehmen oder nicht? Warte mal. Ja, lass alles raus. Das tut meistens gut. Wow. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Jetzt sieh zu, wie du klarkommst. Ich weiß nicht, ob ihr mir helfen könnt. Ja, also annehmen oder nicht? Ja, was denkst du denn? Was glaubst du? Was glaubst du? Wir sind in einem neuen Gebiet gerade. Was glaubst du denn? Es ist ganz einfach, Kai. Mein Sohn, es ist ganz einfach. Du brauchst dich hier. Im Inneren habe ich dich ja schon irgendwo lieb. Nimmst du die Quest jetzt an? Hab ich doch! Die 3 Stück von ihr da. Ich weiß nicht, ob ihr mir helfen könnt. Es tut mir leid, dass ich euch belästigen muss, aber würdet ihr mir vielleicht helfen? Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Auch wenn es sicher keinen Zweck hat, dürfte ich mit euch sprechen? Würdet ihr mir bitte eine Minute eurer Zeit schenken? Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Mann. Außerdem ist es ja erst 11:42. Ja, aber trotzdem, das ist ein bisschen ein guter Cut. Ich gucke jetzt aber sogar noch ein bisschen zu. Es tut mir leid, dass ich euch belästigen muss, aber würdet ihr mir vielleicht helfen? Zeit dafür. Ich weiß nicht, ob ihr mir helfen könnt. Schlimmer ist, die Kamera ist euch zu Diensten ganz sein. Verdreht. So, nimm einmal bitte nochmal im kompletten Raum die Aufgaben an. Jaha. Dürft ihr euch aber mit eurer Zeit stellen, wenn ich diesen Satz noch ein einziges Mal höre, wenn ich so rasen will, so ehrlich.
Er hat's gesagt. Er hat's gesagt. Du nervst. Er hat's gesagt. Oh, warte mal. Das Spiel können wir zu zweit spielen. Komm mal, jetzt hör auf. Okay, haben wir es dann jetzt? Bist du fertig? Warte. Oh, Entschuldigung. Okay, ups. Warte. Ja, okay, komm, den habe ich verdient. Oh, nee, dann. Scheiße. Verklickt. Okay, haben wir es dann jetzt? So, hast du alle Christiane im Raum angenommen, außer die beiden da vorne? Ja, ich habe alle angenommen. Oh. Außer von den beiden hier, ja. Okay. Okay, geht's wieder? Alles gut? Nein. Hast du dich wieder ein bisschen beruhigt? Nein. Warum nicht?